Nicholas Boston und Matthias Bauten. Ja, dem großen Applaus können wir uns, glaube ich, hier aus dem Richterhaus anschließen. Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine sehr klassische Kür. Also nicht nur von der Musik her, sondern auch sehr klassisch geritten. Und damit meine ich sehr fein und sehr schön und sehr wirklich sauber und pferdefreundlich vorgestellt. Es war ein ganz kleiner Fehler. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben. Bei den Zweierwechseln, da wollte er zwei mehr machen. Das hat nicht ganz geklappt, das müssen die Richter natürlich realisieren. Aber er hat sie dann nochmal sehr schön auf gebogener Linie wiederholt, was sehr schwer war, und hat damit diesen ganz kleinen Hackler kompensiert. Ansonsten eine wirklich ganz fein und ganz reell gerittene Kür mit großen Schwierigkeiten, Passage, Traversalen und allem, was man so haben will. Starker Galopp in die Pirouette aus der höchsten Verstärkung in die Versammlung. Und dann sehen Sie den guten, starken Schritt, ganz wirkungsvoll präsentiert. Also ich glaube, er kann sehr happy sein. Es war wirklich sehr, sehr schön. So, jetzt bitte ich Sie, mit Ihrem Applaus durchzuhalten, bis Herr Bauten bei mir angekommen ist. Und genießen Sie nochmal den Schritt. Das war für mich wirklich absolut sehr gut. Also ich persönlich hätte eine 9 gegeben für den starken Schritt. Das ist so ein richtiges Fundament. Da ist Entspannung da, da ist Schreiten da. Und da oben dieses Lächeln. Ich finde, beide lächeln. Herr Bauten, dieses Pferd hat Ihnen irgendwie auch so diese Sicherheit in dieser sehr abwechslungsreichen Kür auch angeboten. Ja, absolut. Also ich bin sehr zufrieden mit Nicholas Boston. Wir sind jetzt seit gut einem Jahr ein Paar und haben uns sehr gut zusammengefunden. Boston hat in den letzten 5-6 Monaten nochmal einen unheimlichen Schritt nach vorne gemacht, ist viel durchlässiger geworden und dadurch auch noch viel ausdrucksstärker. Und er hat sich heute super reiten lassen und ich bin mehr als glücklich. Das dürfen Sie sein. Schauen Sie, lassen Sie ihn nochmal gucken. Wann ist er schon mal in Mannheim? Heute hat er ein tolles Publikum und das schenkt Ihnen nochmal den Applaus, den Sie verdient haben. Und wir richten nun unseren Blick gemeinsam auf die große Anzeigetafel. Dort kommt nämlich jetzt das Resultat von Tannenhof Fahrenheit und Anja Plönske bei E. Die A-Note 71, die B-Note 78%, bei H 72 und 75, bei C 72 und Viertel und 78, bei M 71,5 und 78, bei B 70,75 und 75, der zweite Rang der Zeit, 74,15%. Und in der Spektrum.